Gefahr für meine EM-Rente. Kann mir die deutsche Rentenversicherung meine bewilligte EM-Rente jederzeit wegnehmen? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von Rentenbescheid24.de. Ich schaue mal ganz kurz nach unten, denn ich habe eine ganz interessante Anfrage am 29. März 2023 reinbekommen. Dort schreibt mir ein besorgter Kunde: Ich möchte mich für Ihre vielen informativen Videos auf YouTube bedanken. Dankeschön zurück. Wenn es Ihnen gefällt, dann freuen wir uns natürlich auch. Eine Sache würde mich und sicher andere auch interessieren. Unter welchen Umständen kann die deutsche Rentenversicherung einen EM-Rentner die Rentenbewilligung wieder entziehen? Viele Menschen haben eine reine Odyssee an Ärztebesuche, Gutachter und Klinikaufenthalte hinter sich gebracht, um die unbefristete EM-Rente durchsetzen zu können. Wenn das dann tatsächlich gelingt, sitzen vielen dieser Betroffenen die Angst im Nacken. Die Versicherung könnte ja irgendwann mal überprüfen, ob die Bedingungen für die EM-Rente weggefallen sind oder noch gegeben sind. Können Sie uns mitteilen, zu welchem Zeitpunkt die deutsche Rentenversicherung oder ein anderer Rentenversicherungsträger die EM-Rente, die bewilligt worden ist, wieder wegnehmen kann? Also, bitte merken Sie sich folgenden Grundsatz. Wenn Sie eine EM-Rente bewilligt bekommen haben, dann hat die deutsche Rentenversicherung, die gesetzliche Rentenversicherung, meinetwegen auch die deutsche Rentenversicherung Bund oder der Rentenversicherungsträger, der für Sie zuständig ist, ein umfangreiches Ermittlungsverfahren durchgeführt, Sachaufklärung betrieben. Das heißt, also, es wurden medizinische Befundberichte eingeholt, gegebenenfalls sogar eine Rehabilitationsmaßnahme durchgeführt oder auch ein medizinisches Gutachten herangezogen. Na, aufgrund dieser Begutachtung wurde dann festgestellt, dass Sie oder derjenige andere, der die EM-Rente jetzt bewilligt bekommen hat, erwerbsgemindert ist. Ob nun voll oder teilweise, spielt keine Rolle. Er ist erwerbsgemindert. Und im Zuge dessen bekommen Sie dann einen Rentenbescheid ausgestellt. Die Rente beginnt zum 1. Januar 2023. Soweit, so gut. Jetzt ist sie befristet oder unbefristet, spielt überhaupt gar keine Rolle. Und jetzt sagt die deutsche Rentenversicherung irgendwann mal, ruft die Sie an und sagt, ja, wir haben neue medizinische Erkenntnisse, wir nehmen Ihnen die Rente weg. Geht das so einfach? Nein, das geht nicht so einfach. Die deutsche Rentenversicherung wird Ihnen, wenn Sie einmal die Rente bewilligt bekommen haben, nicht einfach so ins Blaue hinein die Rente wieder wegnehmen. Denn das würde ja bedeuten, dass die Rentenversicherung irgendwie Kenntnis davon hat, dass bei Ihnen sich was geändert hat. Eine EM-Rentenleistung kann man mir nur dann wieder wegnehmen, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse, die zum Zeitpunkt der Bewilligung des EM-Rentenbescheides vorgelegen haben, ja so gravierend geändert haben, dass sie gar keinen Anspruch mehr auf die Rente haben. Und das muss ja erstmal die Rentenversicherung erfahren. Und zuständig für das Erfahren und dafür, dass man diese Informationen weitergibt, das sind ausschließlich Sie als EM-Rentenbezieher. Das heißt also, Sie müssten ja der deutschen Rentenversicherung oder dem anderen Versicherungsträger erklären und sagen, du, bei mir hat sich was geändert. Also von der Seite her ist das ein Punkt, wo ich immer sage, naja, wenn eine EM-Rente aus medizinischen Gründen bewilligt worden ist, dann ist es relativ schwierig, die dann auch wieder zu entziehen. Aber grundsätzlich ist es so, dass die Rentenversicherung sehr wohl überprüfen kann, ob bei Ihnen noch Erwerbsminderung vorliegt. Das macht sie natürlich nicht innerhalb nach einem halben Jahr, nachdem die EM-Rente das erste Mal bewilligt worden ist, sondern es kann sein, dass sie möglicherweise nach 3 oder 4 Jahren dann kommt und sagt, jetzt prüfen wir das mal. Aber auch das macht sie nicht einfach so. Sie müssen sich bitte vorstellen, wir haben in Deutschland 25 Millionen Rentenvorgänge. Da fallen sie sozusagen durch ein Riesenraster, sondern die Rentenversicherung muss schon wissen, dass sich bei Ihnen vielleicht was geändert hat. Und das kann zum Beispiel dadurch passieren, dass Sie einen Minijob aufgenommen haben und dass jetzt irgendein Sachbearbeiter dann feststellt, oh, der arbeitet ja möglicherweise vielleicht sogar in dem Job oder in dem Beschäftigungsverhältnis, in dem er an sich eigentlich erwerbsgemindert ist. Das müssen wir jetzt mal prüfen. Das ist auch eine Einzelfallentscheidung. Also die Wahrscheinlichkeit, dass jemand, der eine EM-Rente bekommt, tatsächlich in ein solches Überprüfungsverfahren kommt, ist relativ gering. Wir erleben es sehr, sehr häufig, dass gerade bei Weitergewährungsanträgen die deutsche Rentenversicherung sich sehr viel Zeit lässt
und dann auch nochmal neue Begutachtungen vornimmt. Das erleben wir sehr häufig, aber ansonsten kann ich eigentlich nicht sagen, dass es einen Automatismus oder eine generelle Betrachtungsweise dafür gibt, dass die deutsche Rentenversicherung sagt, wir nehmen dir jetzt mal einfach so die Rente weg. Also Sie müssen sich bitte merken, immer dann, wenn sich die tatsächlichen Verhältnisse in Ihrem Leben geändert haben und die Rentenversicherung das auch tatsächlich von Ihnen dann gesagt bekommt, dann kann es sein, dass die Rentenversicherung sich mal um Ihre Erwerbsminderung kümmert. Näheres zu diesem Thema finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.